Ja, hi, hier ist KWH Sportwetten. Ich würde euch gerne mal meine Tipps präsentieren für die kommende Woche. Wir sind hier in der Telegram-Gruppe unterwegs. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Unter der Woche, bei der WM-Qualifikation, sind wir auf das Spiel Island gegen Deutschland auf den Sieg von Deutschland in der Halbzeit gegangen. Da war die Quote 1,65 und dies haben wir kombiniert nächste Woche in der Champions League zwischen den Young Boys Bern und Manchester United. Da auf den Sieg von Manchester United und ja, Manchester United ist auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Und die werden das, denke ich mal, machen und dann ist hier die Kombi hier durch. Dann jetzt Bundesliga, bin ich auf Leipzig Bayern auf das Asian Handicap minus 0,25 auf Bayern gegangen. Die Quote ist 1,97. Das heißt, bei einem Sieg von Bayern ist die Quote gewonnen, klar. Und bei einem Unentschieden verlieren wir nur unsere halbe Wette. Ich schätze Bayern schon einen Tick stärker ein. Klar, bei solchen Spielen ist immer alles drin. Aber ja, also wie gesagt, Bayern wird es auf jeden Fall machen. Dann zweite Bundesliga zwischen Karlsruhe und Holstein-Kiel. Bin ich auf das Asian Handicap plus 0,25 auf Kiel gegangen. Die Quote ist 1,76. Also ich schätze auf jeden Fall Kiel einen Tick stärker ein, auch wenn am Anfang der Saison nicht alles rund gelaufen ist. Aber es ist auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel. Und wie gesagt, also ich denke schon, dass Kiel einen Tick stärker ist. Und bei 0,25 heißt, beim Unentschieden haben wir die Hälfte noch gewonnen von unserem Tipp und beim Sieg von Kiel haben wir unsere ganze Wette gewonnen. Dann hier nochmal Eishockey-Liga. Ich selbst gucke kein Eishockey, aber mein Freund, der ist wirklich ein Eishockey-Freak und hat gemeint, ich soll mir das mal anschauen und die Quote ist einfach viel zu hoch. Also wie gesagt, Kölner Haie gegen Wolfsburg auf den Sieg von Wolfsburg, Quote 2,2. Bei Köln gab es viele Abgänge. Auch Corona-bedingt, Köln muss ja, Geld sparen und die haben viele Leistungsträger verkauft und sind jetzt eigentlich viel mit den jungen Spielern unterwegs. Wolfsburg ist eine gute Eishockeymannschaft in der DEL und die sind ein bisschen weiter oben anzusiedeln, an zwischen Platz 1 und 6 sind die so ungefähr einzuordnen. Und genau, da gehe ich auf den Sieg von Wolfsburg. Und mein letzter Tipp ist auch wieder in der Bundesliga im Fußball: Union Berlin gegen Augsburg. Ich weiß gar nicht, in den ganzen Videos wurde das gar nicht erwähnt. Ich tippe solche Spiele eigentlich auch nicht so gerne, aber aufgrund, dass bei Augsburg so viele Verletzte sind und die wirklich die letzten Spiele katastrophal spielen, ja, bin ich auf den Sieg von Union Berlin gegangen. Die Quote ist bei 1,75. Union, ja, klar, heimstark und ich schätze sie auf jeden Fall stärker ein als Augsburg momentan. Und genau, das sind so meine Tipps jetzt am Anfang. Ich habe noch so andere Tipps im Auge. Ja, wenn euch die Tipps gefallen, lasst gerne mal ein Like da, einen Daumen nach oben. Besucht mal unsere Telegram-Gruppe, würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg, macht's gut und ein schönes Wochenende. Ciao.